Ich liebe Robbie Williams. Was für eine schöne Erinnerung. Er war bei uns auf der DVAG-Vertriebsjahrestagung. Das war im Jahr 2023. Da war die Welt noch in Ordnung. Wurde als Überraschungsgast eingeflogen, hat Millionen gekostet, hat aber keinen interessiert. Kohle war ja gar kein Thema. Die Provision floss in Strömen. Da kam es ja nicht so drauf an, Millionchen hier, Millionchen da. Super Stimmung, die Zeiten waren so golden, wie meine Haare sind. Und heute ist außer der Erinnerung nichts geblieben. Die Altersarmut, die vorhergesagt wurde für den Fall des Provisionsverbots, ist Realität geworden. Zumindest bei mir. Und noch eine Vorhersage der Lobby ist ja voll eingetreten. Lücken, wohin man schaut. Beratungslücke, Beratungslücke. Und schaut her, die Lobby hat doch schon 2023 gesagt, sobald das Provisionsverbot kommt, wird Deutschland zu einer Servicewüste werden. Und schaut her, wir leben jetzt voll in der Servicewüste. Ist das nicht ein bisschen unsachlich und überzogen? Das finde ich gar nicht. Und wenn das jemand meint, dann würde ich zurückfragen, wer hat denn angefangen? Also die Branche argumentiert zurzeit mit einer drohenden Altersarmut aufgrund des vielleicht kommenden Provisionsverbotes. Und da frage ich dann einfach zurück, Altersarmut bei wem? Also bei den Kunden auf alle Fälle nicht, sondern vielleicht bei den Strukturvertrieblern oder überhaupt bei dem gebundenen Provisionsvertrieb. Und was hat das alles mit Robbie Williams zu tun? Naja, also wir schreiben das Jahr 2023 und Robbie Williams wird zur Vertriebstagung, zur Jahrestagung der DVAG eingeflogen extra. Bei vergleichbaren Veranstaltungen hat er auf alle Fälle über 1 Million Euro kassiert. Im konkreten Fall hat man Stillschweigen vereinbart. Dann fragt man sich schon, wo kommt das Geld her? Und könnte das sein, dass das zu überteuerten Produkten führen und das dann wiederum zur Altersarmut? Also insofern ist die Verbindung doch klar. Da müssen Sie uns jetzt aber erstmal die Problematik der Provisionen im Finanzdienstleistungsvertrieb erläutern. Was ist denn daran so kritikwürdig? Naja, Provisionen sind eine indirekte Vergütung. Also stellen Sie sich das mal bitte vor. Ich habe dafür auch ein Bild für Sie vorbereitet. Normalerweise kriegt jemand, ich sag mal der Kunde, eine Leistung und jemand erbringt die Leistung, ein Berater, und dann wird das direkt vergütet. Das wäre eine echte Beratung. Hier haben wir aber einen provisionsfinanzierten Vertrieb. Das heißt, wir haben drei Parteien. Wir haben nach wie vor den Kunden. Auch da habe ich eine Abbildung zur Verfügung gestellt. Wir haben einen Vermittler und wir haben einen Produktanbieter. So, und der Kunde meint, er würde eine Beratung kostenlos kriegen. Es ist aber ein reiner Vertrieb und es ist natürlich nicht kostenlos, sondern die Vergütung des Vermittlers erfolgt indirekt, ich sage jetzt mal unter uns, hintenrum über die Kosten im Produkt und das ist einkalkuliert. Und das hat ganz, ganz schwerwiegende Folgen, nämlich die Kosten sind nicht sichtbar, der Wettbewerb zwischen den verschiedenen Vermittlern ist damit stark behindert, weil der Kunde eben gar keine Preise wahrnehmen kann. Er meint ja, überall würde es gratis kriegen und die Kosten sind viel, viel zu hoch. Und das fehlt dann einfach nachher bei den Altersvorsorgebezügen. Und woher kommt dann der Zusammenhang zwischen Provisionsberatung und Altersarmut? Naja, das ist schnell erklärt. Normalerweise sollte doch, wenn ich eine wirkliche Beratung in Anspruch nehme, die Situation eine Win-Win-Situation sein. Das heißt, der Berater, die Beraterin verdient Geld an der Leistung, die er oder sie für mich erbringt. Und ich habe einen Mehrwert, wir nennen das auch ein positives Berater-Alpha. Also ich habe ein besseres Alterseinkommen, als wenn ich nicht beraten würde. Ich habe dafür eine kleine Grafik vorbereitet. Das wäre in der Grafik das Feld rechts oben, das grün gemalt ist. Es gibt auch Lose-Lose-Situationen und es gibt auch altruistische Situationen, das wäre rot und gelb, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Aber wenn jemand mich scheinbar berät, aber in Wahrheit verrät, dann sind wir in dem Feld oben links, in dem schwarzen Feld. Das heißt, jemand stellt seine Interessen über meine Kundeninteressen und das ist eine typische Win-Lose-Situation und natürlich
kann das schwerwiegende Folgen haben und dann letztendlich zu Altersarmut führen. Eine Altersarmut, die ich seit Jahren anprangere und die ich als selbstverschuldet bezeichne, weil man mit der gleichen Sparleistung, mit der gleichen Vorsorgeleistung ein erheblich höheres Ruhestandseinkommen sich selbst ansparen könnte. So, und dann ist dazu zu erklären, dass der Schaden auf Kundenseite erheblich größer sein kann als der Nutzen, den ein Vertriebler durch die Provisionsfinanzierung hat. Also, ich habe auch dazu eine Abbildung vorbereitet. Es könnte so eine symmetrische Situation sein und so stellt man sich das wohl gerne vor. Also der Euro, der dem Kunden fehlt, ist genau der Euro, den ein Vertriebsmitarbeiter extra verdient. Das wäre eine symmetrische Schädigung. Und es könnte auch sein, wenn der Vertriebler einen gewissen Zusatznutzen bringt. Ich sage jetzt mal 70 Cent, dann hat der Kunde 1 Euro verloren, aber 70 Cent Zusatznutzen, er hat also einen unterproportionalen Schaden nur erlitten. Ein minimal kleines Berater-Alpha, das negativ ist. Aber die Realität ist leider der umgekehrte Fall. Das heißt, der Kundenschaden ist viel, viel größer als das, was der Vermittler an Provisionen kassiert, nämlich weil er Fehlanreize hat, weil er falsch berät, weil er den Kunden fesselt, sodass der unflexible Produkte hat und dann gar nicht mehr aus den Produkten rauskommt, obwohl seine Lebenssituation sich geändert hat. Und jetzt kommt das wichtigste Argument, weil die Vermögensstruktur, die der schlecht beratene Kunde, der dem Vertriebler ausgeliefert ist und fälschlicherweise vertraut, weil diese Vermögensstruktur signifikant schlechter ist, als sie sein könnte, kann der Kundenschaden ein Vielfaches des Berater- oder Vermittlernutzens sein. Das ist die traurige Wirklichkeit. Und das Provisionsverbot, es soll ja das sogenannte Agency-Problem beseitigen. Was ist denn das Agency-Problem? Das Agency-Problem habe ich eigentlich gerade schon angesprochen, aber ich bringe es nochmal auf den Punkt und mache es ganz klar. Nämlich die Tatsache, dass jeder, den Sie beauftragen, jeder Helfer, jeder Dienstleister, jeder Ratgeber, jeder Handwerker natürlich sein eigenes Interesse hat und das ist auch ganz legitim so. Wenn aber eben dieses Eigeninteresse im Konflikt steht zu Ihrem Interesse als Kundin, als Auftraggeber, dann haben Sie die Agency-Problematik. Und jetzt müssen wir ganz sachlich und realistisch sein, diese Agency-Problematik kriegen Sie in diesem Leben nicht weg. Erst nach dem Tod, erst im Paradies haben Sie dann ein Leben ohne Agency-Problematik. Aber wir wollen ja einen Kompromiss finden und wollen diesen Agency-Effekt möglichst klein machen. Und er wäre bei einer echten, direkten Honorarberatung nicht null, aber er wäre auf alle Fälle viel kleiner als beim heutigen System der Provisionsfinanzierung. Ein Forscherteam der Uni Regensburg, Professor Steffen Sebastian, Lukas Noth, Albert Grafe, präsentieren aktuell eine breit angelegte Studie, die 6 OECD-Länder mit Provisionsverboten den OECD-Staaten ohne Provisionsverbot gegenüberstellt. Haben Sie die Studie gelesen? Ja, habe ich. Wie finden Sie die Studie? Sehr gut gemacht und absolut vertrauenswürdig. Großen Respekt davor. Können Sie noch ein bisschen mehr dazu sagen? Was sind denn die zentralen Ergebnisse der Studie? Naja, die für mich zwei wichtigsten zentralen Ergebnisse, neben vielem anderen noch, neben dem Aufräumen mit vielen Unwahrheiten und Narrativen und Behauptungen der Lobby, die völlig unbewiesen sind, die zwei zentralen Aussagen sind, ohne Provisionsvertrieb haben die Bürgerinnen und Bürger im Laufe ihres Ansparprozesses für ein privates Alterszusatzeinkommen etwa knapp 2% Rendite mehr pro Jahr. Das klingt harmlos, aber das bedeutet, dass es eine Verdoppelung, etwa eine Verdoppelung des verfügbaren Alterseinkommens bis zum Renteneintritt gibt. Und das ist ja eine ganz, ganz wesentliche Aussage. Ich habe das mal für Sie vorbereitet, schaue jetzt mal selber auf den Spickzettel, aber Sie haben ja auch die Folie. Wenn Sie zum Beispiel 100 Euro 40 Jahre lang ansparen, 40 Jahre ist genau die Dauer, die auch die Studie zugrunde legt, mal als Beispiel, wir können die Annahmen jederzeit verändern, aber das wäre, wenn jemand mit 27 anfängt und mit 67 in Rente geht. Und wenn dieser jemand jeden Monat 100 Euro aus seinem Einkommen zur Verfügung stellt, spart
und das eben langfristig anlegt und das nur prognosefrei, ohne Spekulation eben investiert zu einer Rendite, die Märkte uns seit Jahrzehnten, ich würde sagen schon seit über einem Jahrhundert im Schnitt zur Verfügung stellt. Das ist ganz bescheiden mal von mir angenommen jetzt mit 8%. So, und dann wären das eben in diesen 40 Jahren 48.000 Euro, die er oder sie anlegt. Und wenn dann ein Altersvermögen von 53.200 Euro rauskommt, dann heißt es, dass er oder sie von den 8% 7,5% durch Kosten und Opportunitätsverluste verloren hat. Und dann denkt man, das ist eine Katastrophe. Aber bitte denken Sie an Riester, da wird geworben mit einer Beitragsgarantie. Also garantiert kriegt man die 48.000 Euro zu Beginn der Rente zur Verfügung gestellt. Das heißt, mein Beispiel mit den 53.200 ist nicht extrem. Und manche Leute würden sagen, naja, hat sich doch gelohnt. Ich habe ja mehr rausbekommen, als ich eingezahlt habe. So, ich mache jetzt ein bisschen schneller. Wenn es 82.000 Euro wären aus den 48 am Ende von 40 Jahren, dann wären es immer noch 5,5% Kosten. Wenn es 177.000 Euro wären, die da rauskommen, dann wären es 2,3% Kosten. Das ist häufig der Fall. Es ist eher schon ein relativ gutes Produkt. Und bei 1,1% Kosten, das ist das, was ich für einen Beratungskunden, der eine ehrliche Honorarberatung kriegt und 1,1% Rendite verliert gegenüber der Kapitalmarktrendite, der hätte immerhin 242.200 Euro Altersvorsorgeeinkommen mit Beginn 67. Ein Traum, aber nicht unrealistisch, aber ein Traum in dieser Welt wäre ein mündiger Selbstentscheider, der gar keine Beratung in Anspruch nimmt, der könnte mit 0,25% Produktkosten bei günstigem ETF-Sparplan wegkommen, sogar etwas weniger, aber nehmen wir mal die 0,25 und der würde dann mit 303.000 ungrad Euro zum Beginn seiner Rentenphase eben das Ruhestandseinkommen erhöhen können. Also man sieht, Beratung hat ihren Preis, auch gute Beratung hat ihren Preis, aber die provisionsfinanzierte, teure Beratung, die nimmt uns wirklich den größten Teil des Butters vom Brot. Und wenn man real denkt, denn das war ja alles jetzt ohne Inflationsrate, dann fehlt Ihnen nicht nur zu viel Butter am Brot, sondern es fehlt Ihnen einfach ein gutes Stück von Ihrem eigenen Brot. Mhm, danke. Welche OECD-Staaten haben bereits Provisionsverbote ausgesprochen? Ja, das sind einige. Das sind Australien, Neuseeland, Dänemark, die Niederlande, Großbritannien, Finnland und Norwegen. Und das Schöne ist, das haben die zu unterschiedlichen Jahren gemacht und da haben wir eine Menge Evidenz. Und dann nochmal ein dickes, dickes Kompliment an die Kollegen von der Uni Regensburg, die diese Evidenz wirklich fach- und sachgerecht nachgewiesen haben. Also ganz herzlichen Dank, lieber Herr Walz. Das ist jetzt mal starker Tobak, das müssen wir wohl alle erstmal verdauen. Der Fairness halber sollten wir jedoch auch die Argumente der Befürworter des Provisionsvertriebs beleuchten. Lassen Sie uns das bitte in einem zweiten Teil tun. Jo, das machen wir gerne. Dem stelle ich mich doch. Und dann können wir die Gegenargumente hören, wir können die Gegenargumente auch genüsslich sezieren und dann die Schlussfolgerungen ziehen und eine ganz klare Empfehlung für die Arbeit, für die Entscheidung der EU-Kommission ableiten. Danke.